Wer sagt übrigens, dass Modelle sich alle bewegen können müssen? Also ich beschäftige mich also seit circa 60 Jahren mit dem Modellbau, Modelleisenbahn. Und ich muss sagen, es hat mich schon in frühen Jahren gestört, dass die Häusermodelle alle nicht im richtigen Maßstab waren. Die waren immer etwas zu klein und es war nie die richtige, der richtige Eindruck ist da nicht entstanden. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal in Pension bin, und das bin ich seit 2019, werde ich mich mit dem beschäftigen. Und seither mache ich individuelle Gebäudemodelle im 3D-Druck. Also es sind Kunststoffmodelle, die von mir zusammengebaut werden und dann eben entsprechend farblich behandelt werden und gealtert werden, um einen wirklich schönen, naturgetreuen Eindruck zu erwecken. Nun, müssen Modellfahrzeuge zwingend aus Metall sein? Vor mir stehen jetzt Tick, Trick und Track. Nein, natürlich nicht. Sondern, wer steht hier vor mir? Sebastian, Jonathan, Marie. Super. Und ihr drei seid hier ganz begeistert mit diesen kleinen Modellflitzern unterwegs gewesen. Habt ihr sowas zu Hause auch? Ja, wir haben so eine riesige Autobahn, wo da kann man auch solche Runden machen. Da gibt es auch Loopings und so. Ja. Und ferngesteuertes Auto zu Hause. Also, dass ich der abgeht. Ich habe 5 oder 6 ferngesteuerte Autos rein. Also nichts Neues für euch? Nein. Würdet ihr gerne welche mitnehmen von denen? Ja, sehr ja, gerne. Alle. Außer das Speedjob, das ist blöd. Aber sonst jedes, ja. Und der kleine Stadtstreicher steht hier, nicht mit den tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten, sondern bei den tollkühnen Männern mit ihren fliegenden Kisten. Vier Piloten, deren Flugzeuge wir in Action auch noch sehen werden natürlich. Was macht die Faszination des Modellfliegens aus? Kreativität rein drauflassen, was die Position von Flugmodellen angeht. Natürlich auch, was den Flug an sich angeht, vor allem beim Kunstflug. Man kann einfach machen, was das Gute kann und was man selbst kann. Und man lernt auch reparieren. Verstehen, ja. Sehr gut. Über den Hubschrauber kann man ziemlich jede Figur machen. Da gibt es so viele Kombinationen und da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Jetzt, wenn ich mich in so einen Hubschrauber, in so ein Flugzeug als Miniaturmenschen einsetzen könnte, wie würde das mein Magen überleben? Gar nicht, kann man direkt, glaube ich. Ja, das ist schon über 20 G.
was gemessen haben, aber genau weiß man es nicht. Vor allem bei den kleinen Mikrofilmen.